Frau Lübke, Sie sind neue Regierungspräsidentin und Sie sind hier gerade in Duisburg bei der Sparkasse Duisburg. Da sind drei neue Stiftungen gegründet worden. Sagen Sie uns einfach mal so Ihre Einschätzung dazu. Drei neue Stiftungen als Ausdruck der gesellschaftlichen Verantwortungsübernahme der Sparkasse Duisburg finde ich einen sehr guten Schritt. Ich denke, dass die Stiftungszwecke, nämlich insbesondere die Förderung von Kindern und Jugendlichen und die Förderung des Sports, gesellschaftlich notwendig sind und die freiwilligen Leistungen gerade der Stadt Duisburg ein Stück mehr unterstützen. Also zusammenfassend ein guter Schritt. Jetzt waren Sie und Ihre Behörde ja behilflich dabei, dass das Ganze so schnell ging. Erst im August ist der offizielle Auftrag erteilt worden, jetzt haben wir Ende Dezember und schon steht alles. Ja, ich bin sehr stolz auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sehr engagiert Stiftung als eine gesellschaftliche Aufgabe akzeptieren und alles dafür tun, dass es dann auch rechtlich korrekt sehr schnell genehmigt werden können und damit die Anerkennung erfolgt, denn die ist ja notwendig. Frau Lübke, vielen Dank.